Die großen Herausforderungen dieses Landes. Wirtschaftsleistung kam heute noch mal vom Bundeswirtschaftsminister auch klar, sieht nicht so richtig gut aus. Vor allen Dingen haben wir ein gigantisches Problem auf dem Arbeitsmarkt. Ja. 700.000 offene Stellen, über 2 Millionen junge Menschen, die ohne nennenswerten Abschluss irgendwie ihr Leben bestreiten. Das klingt alles nicht gut. Wie verändern wir das? Aber zunächst mal die große Frage, welche Rolle spielt dabei die Schuldenbremse? Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, dann ist es sehr interessant, dann sagen Sie, Herr Thürmer, speziell die FDP und diese Ampel, die haben so einen Fetisch, das ist diese böse Schuldenbremse. Mhm. Aber die Wahrheit ist, den Fetisch haben Sie auch. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie jemanden erlebt, so dermaßen eindringlich gegen diese Schuldenbremse wettert wie Sie. Warum ist die Schuldenbremse die Wurzeln allen Übels? Und was ist Ihre Idee? Ja, die Schuldenbremse ist eine absolute Katastrophe. Sie ist quasi die permanent angezogene Handbremse, die der Handlungsfähigkeit, der richtig großen Handlungsfähigkeit von Politik entgegensteht. Vor allen Dingen die FDP, aber eben auch die Union sind da auf einer ökonomischen Geisterfahrt. Weltweit kommen ihnen alle Ökonominnen und Ökonomen entgegen. Also es ist wirklich so, wenn man internationale Presse liest, die machen sich nur noch lustig über diese Schuldenbremse in Deutschland, weil man im internationalen Vergleich sieht, dass die großen Industrieländer alle im Moment über Kredit finanziert Investitionen vornehmen und alle fahren damit viel besser. Also Subventionen, ne? Greifen richtig in den Markt ein. Subventionen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ja auch einfach Investitionen in die Infrastrukturen, in die Daseinsvorsorge. Mhm. Das ist ja staatlicher Auftrag, dass wir eine möglichst gute Daseinsvorsorge und Infrastruktur haben. Das sind nicht immer nur Investitionen. Und wir auf der anderen Seite, wir sparen noch in der wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Also Christian Lindner baut ja im Moment die Schuldenquote ab. Er betreibt damit prozyklische Wirtschaftspolitik. Das ist ökonomischer Wahnsinn. Prozyklisch bedeutet sozusagen, es geht dir schlecht und du investierst trotzdem nicht. Ja, wenn antizyklisch wäre sozusagen, wenn es schlecht läuft, gibst du als Staat Geld in den Markt. Und umgekehrt, wenn es gut läuft, fährst du sozusagen dein Engagement zurück. Genau, also es wird immer noch mehr investiert als in den großen Koalitionen, klar. Ja. So, aber für unseren Geschmack viel zu wenig. Und da sind wir nicht allein, sondern da bewegen wir uns im Mainstream der internationalen Ökonomik. Aber nicht in seinem Mainstream. Johannes Winkel sagt, irgendwie, auf gar keinen Fall, diese Schuldenbremse muss unbedingt bleiben. Warum? Also ich glaube, wir machen uns damit ein bisschen einfach. Man kann über die Schuldenbremse diskutieren, pro und contra. Mhm. Ich finde nur, das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt, den wir gehen sollten, ist uns mal die Mühe zu machen und den Grips aufzubringen, darüber nachzudenken, welche Strukturreform gehen wir eigentlich an. Dann können wir von mir aus immer noch über die Schuldenbremse reden. Aber wenn du gerade sagst, die ganze Welt lacht sich über Deutschland kaputt, die ganze Welt lacht sich über die deutsche Standortpolitik kaputt. Thema Energiekosten, hausgemachtes Problem. Thema Arbeitsmarktpolitik. Wir haben sehr viele offene Stellen. Wir haben auch gleichzeitig sehr viele Leute, die diese offenen Stellen besetzen könnten, es aber nicht machen, weil es vielleicht nicht genug Anreize gibt. Und wir haben das Thema Bürokratie. Da baut die Ampel nicht Bürokratie ab, sondern Bürokratie auf, und zwar massiv. Und nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen. In ihrer Sendung wurde es ebenfalls beschrieben. Und wenn du sagst, dass die Schuldenbremse ist die angezogene Handbremse, also ich finde, in Deutschland ist die Bürokratie die angezogene Handbremse. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland super viele wahnsinnig innovative Unternehmen noch haben in Deutschland, die aber sagen, die Politik lässt uns einfach nicht machen, weil unsere Leute, weil unsere Mitarbeiter ständig mit der Bürokratie gequält werden. So, das aber heißt, Da muss Dynamik rein. Klar, ja, klar. Weil es läuft gerade nicht gut. Logisch. Wie entfachen Sie diese Dynamik? Er würde es mit Geld machen, wie würden Sie es machen? Ich würde es mit einem ganz massiven Bürokratieabbau machen. Also es wird ja immer davon geredet, wir können nicht in die Infrastruktur investieren. Bei der Infrastruktur ist ein ganz großes Problem, dass wir wahnsinnig viel Bürokratie haben, dass man eine Genehmigung bekommt. Zum Beispiel das Thema Verbandsklagerecht. Also wenn irgendwo eine Brücke im Sauerland gebaut wird, kann irgendein Umweltverband in Berlin, eine NGO, dagegen klagen. Und der Prozess verlängert sich um 2, um 3 Jahre. Es gibt da ganz viele Beispiele. Lieferkettengesetz ist noch mal mehr Bürokratieaufbau. Energieeffizienzgesetz ist noch mal mehr Bürokratieaufbau. Also es wird gerade, auch auf europäischer Ebene ehrlicherweise, ganz massiv an Berichtspflichten für Unternehmen noch oben draufgesetzt. Das heißt, ich finde, bevor wir über die Schuldenbremse reden,
By the way, wir haben ja keinen Sparhaushalt, sondern Rekordhaushalt. Aber bevor wir über die Schuldenbremse... Wie groß ist der Haushalt? 460, 70 Milliarden für das Jahr 2024. Übrigens 30 Milliarden mehr als letztes Jahr. Ist ein Rekordhaushalt. Und deswegen geben wir immer noch wahnsinnig viel Geld für Dinge aus, die wir eigentlich nicht brauchen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir jetzt die Schuldenbremse einfach über Bord werfen, dass wir dann nicht über die eigentlich für Deutschland notwendigen Strukturreformen heute Abend können wir das machen. Herr Thürmer wird schon ganz nervös, aber ganz kurz, wo setzen Sie den Rotstift an? Wo gehen Sie ran? Wo ist das große Einsparpotenzial? Ich habe Ihre Vorschläge gesehen, die da gemacht worden sind. Das sind so ein Sofortprogramm, ganz interessantes Thema. Dauerhafte Senkung der Stromsteuer. Der CDU ist das Sofortprogramm. Bitte? Der CDU das Sofortprogramm. Das CDU-Sofortprogramm, ja, genau. Sie gehören ich gehöre zur CDU, aber vor allen Dingen zur Jungen Union. Ich kann Ihnen sagen, was ich persönlich fordern würde. Ja, ich will nur sagen, das, was Sie da fordern, haben schlaue Menschen ausgerechnet, kostet ungefähr 50 Milliarden. Wo kommt das her? Der Bund und die Länder und Kommunen geben jedes Jahr 50 Milliarden für die irreguläre Migration aus. Ziemlich genau. Okay, die würden Sie stoppen einfach? Neu strukturieren. Also auf europäischer Ebene ist es ja so, alle Europäer... Da sparen Sie ja keine 50 Milliarden. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Nein. Selbstverständlich. Also wir geben 50 Milliarden im Jahr für irreguläre Migration aus. Natürlich müssen wir da durch eine komplett andere Struktur, da verweigert sich ja die SPD leider, müssen wir das Problem lösen. Wir kommen gleich noch zum Thema Migration. Mich würde nur interessieren, wo kriegen Sie das Geld her? Die 50 Milliarden. Ich habe dieser Tage mit einem führenden Sozialdemokraten gesprochen, der sagte, dieses Bullshit-Bingo, das auch in Sendungen in der Öffentlichkeit häufig so gespielt wird, man fordert spektakuläre Dinge, aber die zweite Nachfrage muss dann immer kommen, wie genau macht ihr es? Und das würde ich jetzt gerne mal von Ihnen wissen. Bei der Migration, meinen Sie? Ja, bei allem. Wo kommen die 50 Milliarden her? Sie schlagen dieses Sofortprogramm vor und man braucht dafür ungefähr 50 Milliarden bei gleichzeitiger Einhaltung der Schuldenbremse. Wo sparen Sie es ein? Erster Punkt, Migration. Zweiter Punkt, so Einzelsubventionen wie beispielsweise für Intel sind natürlich ein totaler Wahnsinn. Okay, würden Sie wegnehmen? Die 10 Milliarden sind für Sie weg? 10 Milliarden für ein einziges Unternehmen sind weg. Sind weg. Ich will es nur verstehen. Genau. Okay. Sind weg. Machen Sie nicht? Nee. Wie erklären Sie das dann Rainer Haselhoff in Magdeburg? Dass man durch eine gute Standortpolitik auch Unternehmen nach Deutschland holen kann ohne Subventionen. Beispielsweise Apple in Bayern, beispielsweise Microsoft in NRW. Das kriegt man auch ohne Subventionen. Also der Intel-Chef saß hier. Ja. Und ich habe den nicht so verstanden, dass er bereit wäre, auf diese 10 Milliarden zu verzichten. Intel ist ein US-Unternehmen, was Gewinne schreibt. So, das habe ich ihm auch alles vorgeworfen. Er war dennoch nicht bereit zu investieren ohne Subventionen. Da verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum wir für ein gezieltes Unternehmen, was noch nicht mal den Unternehmenssitz in Deutschland hat, 10 Milliarden Euro Steuergelder ausgeben. Willst du verstehen? Das heißt, Rainer Haselhoff, CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, macht schlechte Wirtschaftspolitik. Er weiß, dass ich das so sehe. Und deswegen... Okay, und deswegen er macht keine schlechte Wirtschaftspolitik. Ich finde nur diese Einzelsubvention an ein bestimmtes Unternehmen 10 Milliarden Euro reinzugeben, weil Sie mich fragen, wo kommt das Geld her? Ich finde das völlig in Ordnung. Ich will Ihnen beantworten. Okay, wo noch? Jetzt sind wir erst bei 10. Sagen wir mit Migration noch mal 15. Wobei das mir noch nicht ganz klar ist, wo Sie da genau sparen. Aber weiter? Wir müssen beim Thema Bürgergeld dran. Konkret, wie machen Sie es da? Wir machen es so, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir die Anreize setzen, dass die Leute in den Arbeitsmarkt gehen. Also wir haben 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon sind 4 Millionen im erwerbsfähigen Alter. Ja, wie machen Sie das? Wenn Sie nur 2 Millionen davon in der Arbeit hätten, durch Steuereinnahmen, durch verringerte Sozialausgaben, ich kenne die ganzen Modelle. Hätten Sie ungefähr 40 Milliarden alleine nur dadurch. Wie machen Sie es? Wie kriegen Sie die in den Arbeitsmarkt? Viele sind ja Aufstocker. Ne? Mhm. Klingt ja immer so, dass da irgendwie... Sind nicht viele Aufstocker. Unter 15% Tendenz. 800.000. Genau. 800.000 Aufstocker. Okay, ich mache mal einen konkreten Million. Vorschlag. Ja. Mindestlohn 14, 15 Euro. Würden wir direkt über 5 Milliarden einsparen, weil die Leute nicht mehr aufstocken müssen. Also Aufstocker sind unter 15%. Ist es nicht die Mehrheit? Nee, das habe ich nicht gesagt. 30% der BürgergeldbezieherInnen sind übrigens Kinder. So, ich weiß nicht, ob ihr die auch zum Arbeiten schicken wollt. Natürlich nicht. Aber wir brauchen natürlich generell, wir haben darüber gesprochen, schwierige wirtschaftliche Lage, ein Problem, Arbeitskräftemangel, nicht nur Fachkräfte, Arbeitskräftemangel. Nee, mit allem d'accord. Ich will nur wissen, wie Sie es machen. Sie dürfen alles sagen, ich will nur wissen, wie Sie es machen. Ja, natürlich Anreize. Streichen Sie. Selbstverständlich. Sie streichen selbstverständlich. Geld. Wer arbeitsfähig. Also ich verstehe Solidarität und ehrlicherweise auch soziale Gerechtigkeit so, dass der Staat voll reingeht bei Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie körperlich, geistiges Handicap haben, whatever.
Aber dass der Staat bei den Leuten, die arbeiten könnten, es aber nicht machen, sich zurückhält. Und das ist ehrlicherweise Eigenverantwortung und so verstehe ich es jedenfalls. Okay, und die restlichen Milliarden kommen woher? Das sind schon, glaube ich, ein sehr, sehr ordentliches Paket, was man da schnüren würde. Wir können in die Entwicklungszusammenarbeit gehen, wir können das Thema Rente mit 63 ist 12 Milliarden im Jahr. Haben Sie würden die Rente erhöhen, das Renteneintrittsalter würden Sie erhöhen? Ich würde die Rente mit 63 streichen. Einfach streichen? Das ist für Leute, die 45 Jahre gearbeitet haben. Wir brauchen... Für Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben. Ich übersetze es mal, die seitdem sie 18 sind, teilweise in körperlich extrem anstrengenden Jobs gearbeitet haben. Für die gibt es die Rente mit 63. Gott sei Dank. Die Rente mit 63 wird vor allen Dingen von Leuten in Anspruch genommen, die nicht hart körperlich gearbeitet haben. Und deswegen ist es ein klarer Fehlanreiz, was ja sogar Sozialdemokraten mittlerweile auch zugeben. Das ist nicht nur eine CDU-Position. Ich weiß, insofern hat er einen Punkt. Insofern müssen wir... Bei diesem ganzen Thema Standortfaktoren für Deutschland und Arbeitsfachkräftemangel muss die ganz klare Botschaft sein, wir brauchen jede Frau und jeden Mann. Okay. Herr Thürmer, jetzt die Frage an Sie. Wie machen Sie es? Also Sie sagen, eben ist schon ein Stichwort gefallen, Sie heben erstmal den Mindestlohn an. Ja, das halte ich tatsächlich für sehr wichtig. Auf 14, 15 Euro. Also die Position der Users ist 15 Euro. Ja. Wenn man sich die Mindestlohnrichtlinie der EU anschaut, dann müsste es mindestens 14 Euro sein, um die einzuhalten. Das würde enorm viel bringen, weil damit würden wir all jene, die im Moment in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken, von denen sie nicht leben können, die im Moment aufstocken müssen beim Bürgergeld, die würden wir da erstmal aus dem Bürgergeldbezug rausbekommen. So, jetzt sind das würde Sie der kleine, über 5 Milliarden Euro erstmal jetzt sind bringen. Sie die kleine Bäckerei im Erzgebirge. Und jetzt kommt dieser Mann, diese Frau und die arbeitet bei Ihnen für Mindestlohn. Friseur ist auch immer so ein Thema beispielsweise. Jetzt sagt der Inhaber, die Inhaberin, kann ich nicht. Wenn das 15 Euro sind pro Stunde, dann bin ich raus. Kann ich nicht bezahlen, schlicht und ergreifend. Und ihr wollt das gesetzlich vorschreiben. Ja, also das wurde bislang vor jeder Mindestlohnerhöhung wurde das erzählt, dass quasi mit einer Steigerung des Mindestlohns, wir ganz viele Jobs sehen würden, die wegfallen, ist nie passiert. Ist wirklich nie passiert. Und ich habe jetzt ganz lange Johannes dabei zugehört, wo er das Geld angeblich hernehmen will. Und ehrlicherweise, für mich habe ich keine befriedigende Antwort gehört. Was ich aber gehört habe, ist das, was ihr permanent betreibt, nämlich, und ich würde es als... Sie haben es davor angesprochen, heute Klassenkampf um 0 Uhr. Und das, was Johannes, was du gemacht hast, ist Klassenkampf von oben, indem ihr nämlich permanent die Privilegien der Reichsten in diesem Land verteidigt. Du hast jetzt in diesem Beitrag, den du eben gegeben hast, hast du versucht, Geflüchtete, MigrantInnen auszuspielen gegen Arbeitslose und hast quasi gesagt, ah, okay, wir gucken quasi am unteren Ende der Gesellschaft, wo die Leute am wenigsten Geld haben. Da kratzen wir die Krümel zusammen und spielen die alle gegeneinander aus. Damit niemand auf die Idee kommt, mal die Frage zu stellen, wie es sein kann, dass in den letzten Jahren immer wieder die, die am oberen Ende der Gesellschaft stehen, ich glaube, wir haben inzwischen 172, 173 Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland, so Rekordzahlen. Meiner Ansicht nach sind das 173 zu viel. So, die sind in den letzten Jahren immer weiter, immer reicher geworden, weil sie einfach fürs Nichtstun Geld bekommen. Das Geld vermehrt sich von selbst. Sie bekommen immer größere Dividendenzahlungen. Das sehen wir jetzt auch. Okay, angeblich geht es der Wirtschaft so schlecht. Der DAX eilt von Höchststand zu Höchststand. Das ist wahr. Und das Problem ist, und das ist das große Problem, was ich mit der Schuldenbremse habe, was ihr macht, ihr benutzt die Schuldenbremse als Instrument des Klassenkampfs von oben, um die Privilegien der Reichsten zu verteidigen. Ihr sagt quasi, Schuldenbremse, wir dürfen keine Kredite aufnehmen. Ach ja, und Steuererhöhungen für die Reichsten wollen wir auch nicht. Naja, was bleibt übrig? Und in jedem eurer Programme, das ihr da als CDU, in jedem Punktepapier, da steht im Kleingedruckten immer, wir wollen den Sozialstaat kaputt sparen. Das steht damit keiner. Natürlich, wo wollt ihr denn das Geld hernehmen? Ihr beantwortet nie die Finanzierungsfrage. Ja, das steht im Kleingedruckten. Das jubelt ihr den Leuten unter. Weil ihr euch. Also, Sie meinen, das steht traut, da natürlich nicht offiziell. Das steht da nicht offiziell drin. Ja, aber darum geht es doch so. Ihr wollt den Sozialstaat kaputt hauen und. Gleichzeitig traut ihr euch nicht, endlich mal, es werden in diesem Land jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt. Boston Consulting Group hat gesagt, es gibt hier 20 Billionen Privatvermögen. Das haben aber nur ganz wenige. Die zwei reichsten Familien dieses Landes haben inzwischen
Aber genauso viel Vermögen wie die gesamte untere Hälfte. Du weißt ganz genau, dass das Vermögen nicht... Und diese Privilegien verteidigt ihr die ganze Zeit. Du weißt ganz genau, dass das Vermögen nicht irgendwo... Einmal das Gegenargument, bitte. Noch mal ganz kurz. So. Also, ich habe jetzt auch lange zugehört. War für mich wahrscheinlich genauso schlimm wie für dich. Du weißt ganz genau, dass das Vermögen nicht irgendwo in Bar rumliegt. Irgendwelche Goldkeller, in die sich irgendwelche Reichen schmeißen, wie du es hier das Bild zeichnest. Sondern dass das oft gebundenes Geld in Unternehmen ist. Das heißt, das sind Maschinen, die irgendwo stehen. Das sind in Deutschland vor allen Dingen Familienunternehmen, die Hunderttausenden und Millionen Leuten Arbeitsplätze geben. Und die beste Sozialpolitik ist meiner Meinung nach nicht das, was ihr macht. Also den Weg frei fürs bedingungslose Grundeinkommen. Wer sagt das denn? Jusos sind gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist genau der Weg, der von der Ampel eingeschlagen worden ist. Nein. Mit dem Bürgergeld am Anfang ohne Sanktionen. Nur wegen der Union sind immerhin noch 30% Möglichkeit der Sanktionen reingekommen. Und ich würde es mal umdrehen. Ich finde, die SPD muss aufhören, Politik gegen ihre eigenen Leute zu machen. Ja. Denn wenn du das Thema Migration ansprichst, dann trifft das nicht den oberen Teil der Gesellschaft. Die Migration, die Probleme mit der Migration, die Verteilungskämpfe finden woanders statt. Die treffen nicht die Grünen Wähler. So, die wohnen gut abgeschottet in irgendwelchen Nobelvierteln, bekommen davon nichts mit. Die Verteilungskämpfe, die sich aus der Migration, und deswegen spreche ich es in jedem Interview an, die sich daraus ergeben, die treffen vor allen Dingen die untere Hälfte der Gesellschaft. Ja, das ist hausgemacht. Und wenn du schon nicht auf mich hören willst, dann hör wenigstens auf eure ehemaligen Wähler in deinem Heimatbundesland Hessen. Haben die Arbeiter bei der letzten Landtagswahl zu 40% AfD gewählt, zu, glaube ich, 23% oder 25% CDU und unter 15% SPD. Also hör nicht auf mich, hör einfach auf eure ehemaligen Wähler, weil ich will ehrlicherweise auch, dass es eine stärkere SPD gibt als eine starke AfD. Und deswegen würde ich dir ehrlicherweise sagen, hört bitte auf, als SPD-Politik gegen eure eigenen Leute zu machen. Hat er einen Punkt? Also, er hat insofern einen Punkt, als dass der Union und anderen Kräften dieser Partei es gelingt, diesen Eindruck zu vermitteln. Und dann erzählt ihr, okay, wir machen Politik für die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihr gendert nicht, das ist dann, gibt dann auch wieder ein gutes Gefühl. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, das stimmt, hast du an dieser Stelle nicht gesagt. Und dann sagt ihr, okay, wir machen Politik für die Arbeiter, und deswegen sind wir für ein strikteres Vorgehen beim Bürgergeld oder in der Migration. Dadurch hat kein Arbeiter, dadurch hat niemand im Niedriglohnsektor mehr Geld. So, niemand. Und okay. Darf ich noch mal fragen? Herr Thürmer, weil vorher, sonst geht das unter und das ist, glaube ich, wichtig. Sie haben, das ist ja eigentlich eine globale Debatte. Die Frage, wie besteuert man und besteuert man sie überhaupt, großes Erbe? Ja, muss man. Und in Deutschland werden, Sie sagten es gerade, ich hatte eine andere Zahl im Kopf, aber möglicherweise ist Ihre die richtige. Sie sagten 400 Milliarden. Das sind immer so zwischen 200 und 400 Milliarden. Genau, ich hatte die 200 im Kopf, das schwankt ein bisschen, haben Sie recht. Sie würden sagen, besteuer das einfach. Ja. Und da kommt auch so dieser Sound durch und ich habe das auch gefunden in einem Tweet von Ihnen. Sie haben diese Leute Schmarotzer genannt. Mhm. Ja. Ist zutreffend, ja? Ja. Reiche Schmarotzer. Mhm. Warum? Naja, weil... Ich wollte mal einen Gegenpunkt in der Debatte setzen. Wieso fragt keiner nach den reichen Schmarotzern? Ja. Ja, weil das ist ja so. Also es gibt in diesem Land eine Menge Familien, die sitzen auf riesigen Vermögen, die sich wie von selbst vermehren. So. Die vermehren sich aber nicht von selbst, sondern die vermehren sich dadurch, dass die Gewinne einstreichen, die am Ende ihre ArbeitnehmerInnen in aller Regel erarbeitet haben. Und dann vermehrt sich dieses Kapital über Generationen wie von selbst. So, es gibt da ein paar gute Beispiele. Es gibt eine ZDF-Reportage, die heißt Ungleichland. Mhm. Da kommt die Familie der Fugger vor. Mhm. Die Fugger, das war die reichste Familie Europas im 15. Jahrhundert. Und bis heute müssen deren Nachfahren niemals arbeiten, weil sich einfach das Geld, ihr Kapital in Wäldern, wir können mal durch Frankfurt gehen, durchs Westend, da ist ein Family Office neben dem anderen. So, die investieren das in irgendwelche Aktienpakete, lassen sich Dividenden auszahlen. Zwei Gegenargumente. Das erste ist, Sie zitieren jetzt die Fugger. Sorry, also
so alt kann man gar nicht werden, dass man jetzt die Fugger zitiert, ja. Das waren damals die reichsten Menschen auf diesem Planeten. Richtig. Also wir reden nicht von irgendeinem Durchschnitt. Ja, aber mich stört. Und das Zweite ist, das Geld, über das Sie da sprechen, ist ja häufig gebunden. Das ist immer ein interessantes Gespräch mit Winfried Kretschmann, der jetzt nicht im Verdacht steht, irgendwo sehr konservative Sozialpolitik zu wollen, sondern eher jemand ist, der progressiv ist. So. Der sagt, fahren Sie mit mir einmal durch Baden-Württemberg und dann verstehen Sie, warum das nicht geht. Und das ist doch... Warum das nicht geht. Ja. Weil dieses Geld, ja, das ist dieser berühmte deutsche Mittelstand, der dieses Land trägt, der auch dazu führt, dass wir beispielsweise anders als andere Länder strukturell, ist ja sehr interessant, in anderen Ländern haben sie ja sozusagen das große Geld, die Unternehmen, die produzierenden Unternehmen, die haben sie ja dann in irgendwelchen, sagen wir mal, Millionenmetropolen oder wo auch immer. Bei uns ist das relativ gleichmäßig über das ganze Land verteilt. Was im Sinne des sozialen Friedens übrigens auch eine sehr gute Sache ist. Eine wirklich gute Sache. Und das ist, wir haben es nicht konzentriert an einem einzigen Ort. Das ist in fast allen Ländern auf der Welt anders. Das heißt, diese Leute arbeiten mit diesem Geld. Und mein wichtigstes Argument ist, die haben dieses Geld bereits mehrfach, nicht einmal, versteuert, versteuert und wieder versteuert. Und dann gehen sie hin und sagen, es sind reiche Schmarotzer. Ja, wir sind für Kapitalerträge und für Erbschaften ein absolutes Niedrigsteuerland. So. Die 25%, Kapitalerträge meinst du? Zum Beispiel 25% Abgeltungssteuer. Ja. So, während manche Menschen auf ihr Einkommen so sehr hohe Steuerbeträge zahlen, bis zu 50% fast. Nochmal ganz kurz. Ja? Aber wie würden Sie das machen? Ich mache Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel. Ja? Sie zitieren sozusagen klischeehaft immer den superreichen Typen, der die, weiß ich, 10 Millionen hat. Davon gibt es eine Menge. Na, ganz kurz. Der investiert jetzt irgendwie 1 Million an der Börse und dann sagen Sie Schweinerei, der zahlt dann nur auf seine Gewinne 25%. Ich sage Ihnen, Ihre Klientel, ganz einfache Arbeiter, die sagen, okay, ich spare mir jetzt was an. Ich investiere in diesen Fonds. Zertifikat, an der Börse, was auch immer. Und ich spare mir das mühsam Monat für Monat von meinem Gehalt ab und investiere das. Und dann, wenn es gut läuft, ich gehe auch ein Risiko ein, wenn es gut läuft an der Börse, kommt am Ende ein bisschen was bei rum. Ja. Verzinst sich das vielleicht mit 10%. Nee, stopp. Ja. Aber den bestrafen sie auch. Und das investiert er von Geld, das er schon versteuert hat, mehrfach. Ja, und den bestrafen sie noch einmal dafür, dass er sozusagen Vorsorge trägt für das, was irgendwann mal kommt. Das Zauberwort heißt auch an dieser Stelle progressive Besteuerung. Ja, aber lassen Sie mich kurz mal ausführen. Ja. So. Wir haben im Moment eine Situation, wenn wir uns Erbschaften anschauen, die werden im Durchschnitt mit 10% besteuert. So, das ist aber eine degressive Besteuerung. Das wird immer weniger, je mehr man erbt. So, im Durchschnitt 10%. Über 10 Millionen sind wir im Durchschnitt bei 5%. Über 20 Millionen sind wir im Durchschnitt bei 2,2%. Und jetzt wird es richtig lustig. Über 100 Millionen sind wir bei 2 Promille. Bei 0,2% im Durchschnitt. So. Und das ist zutiefst ungerecht. Wir sind ein absolutes Niedrigsteuerland für Erbschaften und für Kapitalerträge. Und da geht es mir nicht um die kleinen Anleger, die so ein bisschen Geld in irgendwelche ETFs stecken. Das sollen sie gerne machen. Es geht um große Unternehmen, wo Millionen von Deutschen arbeiten. Ja, die Unternehmen verschwinden ja nicht. Aber du musst schon aufpassen. Ich will diese Unternehmen nicht verschwinden. Aber ich finde, es gibt kein Anrecht darauf, dass man über Generationen auf Ewigkeit ohne etwas zu arbeiten, ohne etwas zu leisten. Unternehmen erfolgreich fortführt. Was heißt ohne zu leisten? Ja, also, was ist mit dem unternehmerischen Risiko? Was ist diese Leute, wenn das schief geht, die schlechte Anlageentscheidungen treffen, wenn die in die falschen, wie sagt man heute, Business Cases investieren beispielsweise, dann kommen sie nicht und retten die. Das ist deren eigenes Risiko. Da muss es sich doch also in der Vergangenheit wurden regelmäßig Unternehmen gerettet, die EigentümerInnen. Bitte. Also, da reden wir über die ganz großen Unternehmen. Ich rede über den guten deutschen Mittelstand. Fragen Sie den mal, wie der gerettet worden ist. Und das ist ja auch okay. Und ich bin völlig dabei, dass man das über mehrere Jahre, gerne auch über mehrere Jahrzehnte abbezahlen kann. Aber es geht einfach nicht. Stundungsregelung, das ist da die Lösung dafür. Aber es geht einfach nicht, dass es große Familien gibt in diesem Land, die steinreich sind und die dann vielleicht noch
irgendwo in einem Aufsichtsrat sitzen, ganz häufig aber mit der operativen Unternehmensführung gar nichts mehr zu tun haben und deren Vermögen einfach immer größer wird. Und ihr redet immer von Leistungsgerechtigkeit und dass man durch Arbeit und Bildung, das ist unser Versprechen, dass man durch Arbeit und Bildung den Aufstieg schaffen kann. Und das ist nicht mehr so in diesem Land. Dieses Versprechen wird nicht mehr eingelöst. So. Die Mehrheit der Reichsten, die werden reich durch Erben. Mhm. Und Aufstieg durch Arbeit und Bildung, das ist in diesem Land kaum möglich. Mhm. Wir sind da Schlusslicht in Europa. Im Durchschnitt dauert es 6 Generationen. Das sind 180 Jahre, bis jemand aus der untersten Einkommensschicht es zu einem durchschnittlichen Einkommen gebracht hat. Das heißt, Menschen, die jetzt gerade in Niedriglohnfamilien reingeboren werden, die dürfen sich darauf freuen, dass ihre Nachkommen in 180 Jahren 2200 bei einem Durchschnittseinkommen. Was erzählst du da? Die Chancen in Deutschland durch durch Bildung aufzusteigen, sind, glaube ich, in wenigen anderen Ländern wie in Deutschland so gut. Und du solltest auch den Leuten nicht dauernd einreden. In meiner Familie ist weder jemand Politiker noch Jurist. Ich habe mir das alles selber erarbeitet, weil ich mich saumäßig angestrengt habe. Und ich kenne sehr viele Freunde von mir, die das genauso gemacht haben. Und man sollte nicht andauernd so tun, dass in Deutschland niemand aufsteigen könnte. Das ist totaler Unsinn. Ich will noch mal ganz kurz zum Thema Schmarotzer eingehen. Weil wenn du schon so weit rausschwimmst in der Presse und sagst, das sind reiche Schmarotzer, und dann hier so zurückruderst. Dann ist es ein großes Problem. Und mich hat das wirklich geärgert, dass du gesagt hast, reiche Schmarotzer. Weil es eben häufig Familienunternehmer sind. Und es sind häufig Leute, die ehrlicherweise wegen der schlechten Standortpolitik in Deutschland auch sehr gut woanders hinziehen könnten mit ihrem Unternehmen und sagen, aus einer gewissen intrinsischen Verpflichtung gegenüber Deutschland und auch der Region bleiben wir aber trotzdem hier, trotz der Politik. Ja, insofern ärgert es mich dann wirklich, wenn solche Leute als Schmarotzer tituliert werden und als Leute, die irgendwie nichts machen und den ganzen Tag nur irgendwie auf der faulen Haut rumliegen. Das geht einfach nicht. Gerade diese mittelständischen Unternehmen, die brauchen gute Infrastruktur, gute Bedingungen, damit ihre Unternehmen gut wachsen können. Genau, und müssen nicht von dir Schmarotzer beleidigt werden. Und dafür muss aber irgendwo das Geld herkommen. Und ich sehe nicht ein, warum nicht diejenigen, die Multimillionen oder sogar Milliarden Euro teure Unternehmen erben, nicht einen fairen Beitrag leisten sollten dafür, dass sie auf der absoluten Sonnenseite der Gesellschaft stehen. Du tust ja gerade so, als ob es eine große Bürde wäre, in eine steinreiche Familie hineingeboren zu werden, wo man ein produktives Unternehmen erbt, mit dem man ganz viel Geld verdient. So.